Ja, ein Planetarium ist natürlich auch ein Lernort für Kinder und deshalb ist Benjamin Husherr bei mir, pädagogischer Mitarbeiter. Herr Husherr, heißt es, Sie machen hier Unterricht oder wie muss man sich das vorstellen? Im weitesten Sinne machen wir natürlich eine Art Unterricht, allerdings soll es den Kindern nicht so vorkommen. Die sollen sich ja nicht wie in der Schule fühlen. In der Schule ist vieles negativ konnotiert, im Planetarium soll es vor allem auch Spaß machen und dabei lehrreich sein. Auch in der Schule soll es Spaß machen, aber was machen Sie da konkret? Ich bin persönlich für die Konzeption von Schulprogrammen zuständig. Ich bilde das Team der freien Mitarbeiter aus. Ich bin dafür verantwortlich, dass wir Nachwuchs kriegen, wirklich auch einen Jugendclub machen und noch viele andere Dinge. Und wie könnte Sternenkunde Spaß machen? Können Sie uns da mal ein Beispiel für geben? Also wir haben ja den Vorteil, dass wir die Astronomie auf unserer Seite haben und die ist schon mal erstmal sehr begeisternd für Kinder. In der Grundschule zum Beispiel Planeten, Astronauten, damit kriegt man Kinder eigentlich immer sehr gut und das lässt sich eben dann auch in andere Bereiche ausweiten, dass man von der Astronomie in die Physik geht, in die Chemie, in die Biologie, wie ist das Leben entstanden zum Beispiel. Derartige Themen lassen sich in der Kuppel perfekt darstellen. Ab welchem Alter ist denn so ein Planetariumsbesuch angesagt? Also es geht eigentlich los mit 4 Jahren, aber wir haben auch öfters aufgeweckte 3-Jährige bei uns und da muss man immer noch so ein bisschen aufpassen, die ganz entspannt einstimmen, weil wenn es plötzlich dunkel wird am Tag, dann sind die Kleinen doch noch ziemlich aufgeregt. Aber ab dem Alter kann man sie an die Materie ranführen. Und wenn ich als Erwachsener jetzt auch nicht so astronomisch affin bin, kriege ich auch pädagogische Betreuung? Selbstverständlich, also von mir kriegt jeder pädagogische Betreuung. Nein, ich glaube, dass auch erwachsene Laien eigentlich es nötig haben, dass man eben auch auf ihrem Niveau sie abholt. Und das heißt eben, dass man da die richtige Ansprache, den richtigen Ton findet und auch die richtigen Inhalte, damit die dann wirklich auch rausgehen und sich Türen für sie geöffnet haben und nicht geschlossen haben. Das heißt, die richtige Ansprache, Sie sind in den Shows präsent und erklären dazu oder stellen Fragen. Richtig, wir haben in jeder Show einen Moderator und es gibt immer einen mindestens kleinen Live-Teil, in dem das Publikum begrüßt wird, in dem man sich mit dem Publikum unterhält, die Leute auf diesen Raum einstimmt. Und in vielen Veranstaltungen ist der Live-Teil komplett. Das heißt, eine Stunde lang unterhält man sich mit dem Publikum, stellt Fragen ans Plenum, die können sich melden, die Kinder können sagen, wer weiß schon, wie viele Mars-Roboter es gab und dann kann man von dort aus weiterschauen. Ja, und jetzt sehen wir mal, wie toll das ist, wenn jemand seinen Beruf von der Pike auf gelernt hat. Tim Florian Horn kann natürlich hier alle Rechner, die hier stehen, auch bedienen. Sie haben sogar mit Ticketverkäufen mal angefangen. Genau, ich durfte am Planetarium in Kiel an der Kasse auch mal mit aushelfen oder Sternpatenschaften dort verkaufen. Wir haben, weil es dort ein Verein war, früher wirklich alles auch selber gemacht. Und jetzt haben wir diese Rechner hier. Das ist jetzt quasi das Leben, was hier in der Kuppel stattfindet. Alles an Shows kann man von hier aus bedienen. Genau. Also hier ist die Aufteilung so, dass wir auch im Live-Betrieb alles nutzen können. Vom Tonpult, Lichtpult, Laseranlage, Licht, den Sternprojektor. Immer live steuern können. Und unsere beiden digitalen Planetariumssysteme. Und dann wirklich auch auf alle Rechner jeweils zugreifen können, falls denn doch mal was passieren sollte. Ja, der Monitor, der sieht ja schon mal sehr vielversprechend aus. Das ist die Software UniView, unser digitaler Kosmos-Simulator, mit dem wir an jeden Ort des Universums fliegen können und auch wirklich live, sodass wir um den Saturn herum vielleicht fliegen oder uns sogar Richtung Erde auf den Weg machen können. Und immer wenn eine Frage aus dem Publikum kommt, könnte man auch den Flugpfad ändern, zum Pluto fliegen, zum Neptun oder dann wirklich Richtung Erde und am Schluss jeder Veranstaltung die Leute auch wieder vernünftig nach Hause zu bringen. Und man merkt es schon, diese Bewegung, die man jetzt hier ja ganz gut verfolgen kann, wenn man die ja in der Kuppel sieht und dann gleichzeitig noch moderiert, ist schon eine Herausforderung. Das stimmt. Multitasking ist ja für die Herren manchmal sowieso ein größeres Problem. Aber wenn man hier sehr schnell dreht, auf die Sterne guckt, redet und irgendwie vergessen hat, nach oben zu gucken, ich bin auch schon das eine oder andere Mal beim Erzählen dann umgefallen, weil die Darstellung einfach so real wirkt, dass der Kopf und der Gleichgewichtssinn dann einfach überredet werden, überlistet werden und man dann doch mal ins Schlingern kommt. Deshalb hat man ja eigentlich diese wunderschönen, bequemen Liegesessel hier und von denen geht es natürlich am besten. Ja.
Das stimmt. Und natürlich ist der beste Platz vielleicht dann doch hier hinten, weil man auch hier mit den Stühlen hinterm Pult auch nochmal einen ganz besonderen Blick hat und gleichzeitig noch die Kontrolle an jeden Ort des Universums dann zu dürfen und selber auch mal auszuwählen, wenn keine Besucher im Raum sind, dass man sich nochmal ein paar Sachen anguckt, zu denen man sonst kaum kommt. Rein zufällig liegt hier in der Ecke noch ein Schlüssel. Ups. Was ist das denn, bitteschön? Das Haus hat ja durchaus auch eine längere Geschichte. 1987 eröffnet im Oktober durch den damaligen Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker, der diesen Schlüssel dann vom Polier überreicht bekam und dann weitergegeben hat an den Gründungsdirektor Dieter B. Hermann. Der Schlüssel ist natürlich immer gut verwahrt worden, genauso wie das originale Besucherbuch, wo noch die Frau von Gorbatschow die ersten Worte reingeschrieben hat. Es ist ein geschichtsträchtiger Ort, gerade in Berlin, welcher Ort ist das vielleicht nicht, aber gerade der Blick in den Kosmos, der vereint, der Blick in den Kosmos zeigt, dass die Grenzen, über die wir so lange auf der Erde gesprochen haben, ja vielleicht doch ein bisschen albern ist, sich um so manches auf der Erde zu ärgern, weil aus dem All, da kann man keine Grenze mehr auf unserem Planeten erkennen. Aber für den Schlüssel gibt es wahrscheinlich demnächst nochmal einen anderen Ort. Eine kleine Ausstellung um den alten Sternprojektor herum haben wir gerade in Vorbereitung um den Kosmorama. Und das wird natürlich eines der wunderbaren Herzstücke im Haus. Im Moment ja bei mir im Büro verwahrt, aber dann bald in einer Ausstellung im Foyer. Es gibt jetzt diese Stiftung, in der das Planetarium und die Sternwarten drin sind. Warum ist das günstig, dass man die alle zusammenschließt? Gemeinsam stark, würde ich mal so als Schlagwort drüber stellen. Denn wenn wir ein gutes Programm für Planetarien zum Beispiel produzieren, selbst produzieren, dann können wir das an zwei Standorten zeigen. Wir können in der Produktion, in der Technik, im Marketing, in der Verwaltung, weil das ja gleiche Sachen sind, die wir sonst mehrmals gemacht haben, einfach viel besser bündeln und das Geld, was wir dann zur Verfügung haben als Zuschuss des Landes Berlin, auch deutlich besser einsetzen, als wenn jeder da für sich selber hinprokelt, sage ich mal etwas salopp. Denn das Thema Astronomie ist so spannend, es gibt so viele Geschichten zu erzählen und jeder alles nochmal selber macht, dann verlieren wir einfach viel zu viel Kraft. Was ist für Sie das Faszinierende? Überhaupt am Planetarium, aber auch an diesen Geschichten, Wissenschaftsgeschichten. Naja, unseren Platz irgendwo zu finden. Die Frage ist eigentlich, was wissen wir über das Universum, wo kommen wir her, wie ist das alles entstanden, sind wir alleine im Universum? Das sind die großen Fragen, die man im Planetarium schnell hat, wenn man die Sterne sieht. Und zumindest das Planetarium und die Sternwarten können so eine gewisse Orientierung geben. Was wissen wir vom Kosmos? Wie viele Welten gibt es da draußen? Es gibt ein ganz gutes Raster, um zu verstehen, wo wir eigentlich stehen. Und soll auch nie das Gefühl entstehen, dass wir so klein sind. So habe ich Planetarium erlebt. Als ich das erste Mal ins Planetarium gegangen bin, wurde mir erzählt, das Universum ist riesig, ich bin klein. Ich habe eigentlich, ist egal, was ich mache. Wir versuchen es hier genau andersrum. Wir sind vielleicht auf dem einzig bewohnbaren Ort im gesamten Universum. Der Erde. Der nächste Stern ist so weit entfernt, dass wir da etwa 80 bis 100.000 Jahre mit dem Raumschiff hinbrauchen. Das ist Science Fiction, das schaffen wir nicht. Insofern ist die Rückbesinnung auf die Erde wichtig, der einzige Ort, wo wir leben können. Und vielleicht sind wir die einzige Spezies im gesamten Universum, die das alles versteht. Insofern sollten wir doch ein bisschen stolz darauf sein, was unsere Wissenschaften schon alles geleistet haben. Also der selbstbewusstere Ansatz. Ich hoffe ja. Und genau mit dieser Stärkung sollen hier auch junge Besucher rausgehen und sagen, naja, das Universum, das ist super, das ist spannend, ich darf da drin leben, ich darf auf der Erde leben. Und vielleicht gibt es ja noch ein Thema, was noch nicht einer angeguckt hat und das will ich erforschen. Wenn wir sowas hinkriegen, dieses Feuer zu entfachen, dann machen wir einen guten Job.